finde es großartig, dass du viel Herz und Mut bewiesen hast bisher. Daher, alle, die Katja noch nicht kennen, schaut ihren YouTube-Kanal an. Du kannst da gerne noch was nachher zu sagen. Und hört genau zu, was Katja euch jetzt zu sagen hat. Daher auch einen riesigen und herzlichen Applaus für Katja. Willkommen auf unserer Bühne. Katja, komm hoch. Ich stehe ja hier mit dem heiligen Georg. Und der tötet den Drachen. Die Geschichte des Drachen ist so alt, wie wir Menschen sind. Und es gibt das Versprechen, was uns versprochen ist, dass dieser Drache eigentlich schon besiegt ist und auch hier auf der Erde, in dieser Welt, besiegt wird. Dazu müssen wir aber wissen, wer den besiegt. Das können wir Menschen gar nicht. Das ist der Mann, den viele mit dem Namen Jesus Christus ansprechen. Er hat aber einen anderen Namen auch noch, nämlich Emmanuel. Und Emmanuel heißt Gott mit uns. Und Gott mit uns, das stand immer bei den Russen und bei den Preußen auf der Fahne. Gott mit uns. Und wer mir jetzt sagt, dass das sich braun anhört, so wie die braune Grütze der Nazis, den möchte ich dann gern eins fragen. Hitler hat mal ein Denkmal einem Philosophen gebaut, den er ganz toll fand. Das war Nietzsche. Was ist der erste Satz, der wohl jedem einfällt, wenn er hört Nietzsche? Gott ist tot. Und das ist Hitler. Das ist Hitler. Hier, wo Preußen sind, Russen sind, Deutsche sind, Teutonen sind, ist Gott mit uns, Jesus Immanuel. Das ist unser König der Könige, weil der erledigt den Typen. Und was unser Gedicht heute sein kann, ist von einem, der schrieb von der Freiheit. Der schrieb das Stück über Wilhelm Tell. Das war nämlich auch ein Mann, der für die Freiheit gekämpft hat. Und der war ja Schweizer und die schworen den Rütli-Schwur. Und wer möchte, kann den jetzt nachsprechen. Den können wir schwören. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Das ist der Rütli-Schwur. Und damit kann ich nur Grüße an alle Freimaurer und Jesuiten rausschicken.